So, hey Leute, mal wieder ein kleines Video, nicht live, sondern hier auf meinem Handy aufgenommen in Billigqualität, aber ich hoffe, es reicht aus. Kuss an alle, geht raus. Also, wir fangen erst einmal an mit dem FNCS-Logo. An alle, die FNCS kennen, wissen, anhand von diesem Logo wird der Skin bearbeitet. Also so ein lilaner, blau-pinker Style. Also ich bin ganz ehrlich, das ist der beste FNCS von denen, wo bis jetzt raus. Das ist ja der Orangene drin. Wir haben ja das Backbling. Und das war ja orange. Und dann haben wir den orangenen Skin bekommen. Dann haben wir ein grünes Backbling bekommen und einen grünen Skin bekommen. Jetzt haben wir ein lila, pink-rotes. Und wenn der Skin genauso aussieht, finde ich, ist das der beste von allen bis jetzt. Dann machen wir erst einmal weiter. Dann haben wir hier. Nee, das nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Hier. So, hier. Wir bekommen angeblich, also wirklich angeblich nur, ein extra Stil für das Ariana Grande Piggy Backbling. Ein Skelett-Variante. Ihr könnt es hier sehen. Also ist es nur ein Gerücht, kann auch nur eine Idee sein oder ein, wie man sagt, ein Patch oder keine Ahnung, wie man es nennt. Aber angeblich soll das so kommen. Jetzt aktuell ist es noch nicht online, also vielleicht erst an Halloween, keine Ahnung. Oder erst mit dem nächsten Update. Das ist ja nur ein kleiner Teaser. Deswegen, aber ja, kann man machen. Machen wir mal weiter. Wir bekommen Rückgabetickets. Ein Ticket pro Jahr. Also wenn ihr die Rückgabetickets von Fortnite, also wenn ihr auf Konto geht, also in Fortnite und dann auf Rückgabeerstattung erstellen, dann habt ihr drei Tickets. Ich war halt sehr dämlich gewesen und habe alle drei direkt hintereinander verballert in einer Woche. Und jetzt habe ich halt seit ein, zwei Jahren habe ich keine mehr. Und jetzt bekommt man mit dem heutigen Update ein Ticket gratis und pro 365 Tage, also pro Jahr, bekommt man ein noch extra Ticket. Das heißt, jedes Jahr ein einziges Ticket. Und das ist mit diesem Update ein richtig kranker Scheiß, wo ich mir denke, Bruder, geil, wie kann man nur so was rausbringen? Das ist nach Jahren mal eine gute Idee mal wieder von Fortnite gewesen. Also, wow, krass. Aber ja gut, kann man machen. Dann bekommen wir einen neuen Ort. Einen Halloween-Ort. Also, wir bekommen mit dem nächsten Update am 28. glaube ich, oder 26. so um den Dreh herum, bekommen wir das Update, glaube ich, 18.21. Und da wird ein neuer Ort drin sein, der heißt Wast City. Und das wird ein Ghostbusters Ort. Und dieser Ghostbusters Ort soll auf der Map irgendwo auftauchen. Und es ist nur eine Theorie aktuell, aber die Ghostbuster-Skins könnten wieder zurückkehren. Wir könnten vielleicht auch neue Ghostbuster-Skins bekommen, wegen einer angeblichen Kooperation. Wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, ist auf jeden Fall ein richtig geiler Teaser, ein Leak, der vielleicht wahr werden könnte, aber ist ein geiler Leak, oder? Neuer Ort auf der Map, einfach Wast City. Also rostige Stadt, irgendwie sowas. Also, das ist ziemlich geil. Dann haben wir hier die brandneuen Skins. Erst einmal seht ihr hier unten
Mask Mercenary und einmal Customed Corporal. Das sind zwei Skins, wo ihr die Masken ändern könnt. Also links ist die männliche Variante, rechts ist die weibliche Variante. Ist, denke ich, simpel. Dann kann man da die Farben ändern, die Muster, die Aufdrucke und alles Mögliche. Sind blaue Skins, also 1200 V-Bucks, ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung und völlig fair. Also kann man machen. Ist okay. Dann bekommen wir neu den Gummifisch. Also wir bekommen den Fischstick-Skin aus Season, ich glaube 8. Ne, Season 7. Aus Season 7 den Fischi-Skin in einer Gummivariante. Ist okay, kann man machen. Ist jetzt nicht mein persönlicher Geschmack, aber okay. Dann haben wir Crisabel. Ihr kennt ja den Isabel-Skin mit dem Buch als Backbling, wo man den Emote macht und dann kommt aus dem Buch so ein Lichtstrahl und dann wird man zu dieser Kapuzenhexe. Davon gibt es jetzt eine, kein Extra-Stil. Nein, nein, kein Extra-Stil. Es ist ein brandneuer Extra-Skin. Also ihr müsst den extra kaufen. Finde ich auch schade, aber kann man jetzt halt nicht ändern. Dann haben wir einen neuen Skin, Jet. Die finde ich persönlich jetzt von dem Farbstil ist okay. Von der Frisur ist auch okay, aber das Outfit allgemein ist nicht meins. Dann mein Highlight-Skin aus diesem Update. Mein ultimativer Highlight-Skin. Ich liebe Ägypten, Mumien und alles Mögliche, ohne Scheiß. Und dieser Waven-Skin mit einer ägyptischen Pyramidengottheit, was weiß ich, Outfit, wie man es nennen will, sieht ultimativ geil aus, Digga. Also der Quaven-Skin, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist übelst krank. Einfach nur krass. Dann der TBD-Skin und dann die Minty-Bomberin und die Minty-Aura, seht ihr hier. Und das verpixelte TBD ist dann der Minty-Aurum. Also der Minz-Aurum, Minz-Aura und Minz-Bomberin. Also ihr wisst, was ich meine. Minty-Minze, ja. Das Paket kommt, habe ich ein extra Video gemacht. Am 2. November könnt ihr jetzt vorbestellen überall. Wenn ihr das unbedingt wollt, das Paket ist sehr, sehr teuer. Aber für die, die den Skin oder die Skins allgemein feiern und lieben, sollten sich das auf jeden Fall gönnen. Meiner Meinung nach das Paket. Ja. Dann haben wir hier den Thrift Walker. Der Thrift Walker ist der neue Thrift Skin, der sich mit einem Vampir gepaart hat und jetzt Thrift Walker geworden ist. Und der hat 2000 V-Bucks in dem Paket mit drin und das Paket kostet nur 16 Euro. Also 15,99 kostet das Thrift Walker Paket und da sind 2000 V-Bucks drin. Ein Thrift Spinnen Vampir Hängekleider, Thrift Spitzhacke, Thrift Backbling und den Thrift Skin. Alles in legendär. Leute, das ist. Bruder, das ist. Richtig geil. Also, Halleluja. Muss ich sagen, ziemlich krass. Das wäre es auf jeden Fall erstmal mit den neuen Skins gewesen. Dann kommen wir hier zu neuen Sprays. Hier, Lab Expert und so weiter. Also hier so ganz viele Mumien-Dinger. Das sind alles Gratis-Belohnungen, die wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit dem Halloween-Fortnite-Mers-Event bekommen werden. Oder mit Fortnite
Crew-Belohnungen für Exklusivmitglieder. Also ihr wisst, was ich meine. Ist auf jeden Fall geile Sprays. Dann die Pickaxe hier von dem lieben Fischi-Gummi, Gummifisch. Dann hier noch die anderen Pickaxes zu den anderen Skins. Nichts Besonderes. Hier die Minty-Pickaxe von der Aura. Dann die Minty-Pickaxe hier von dem Aurum. Hier dann die Cursed Crescent ist die Pickaxe von dem ägyptischen Rabenskin. Dann hier Wrathful Breakout ist bestätigt worden, ist eine gratis Belohnung von dem Fortnite-Mers-Event. Dann haben wir hier ein Mumien-GG Ghoul D-Game. Also anscheinend für den Ghoul Trooper. Warum auch immer der Ghoul Trooper was mit Mumien zu tun hat, habe ich keine Ahnung. Dann haben wir hier einen Moonlit Duel, also Mondschein-Duell mit Vampiren. Keine Ahnung, wo wir den bekommen werden, keine Ahnung, aber wird auf jeden Fall, denke ich, jetzt nichts Besonderes sein. Wird wahrscheinlich in einem Bundle drin sein, kann auch sein, keine Ahnung. Dann sehen wir hier First Shadows. Das sind die drei Bonusstile, wo ihr im Hintergrund da sehen könnt. Die drei kranken Bonusstile. Und die bekommen wir sehr wahrscheinlich nächsten Monat oder diesen Monat. Ist noch nichts gesagt dazu. Warten wir einfach mal ab. Wird auf jeden Fall ein gratis Ladebildschirm sein für Crewmitglieder. Also, ja. Dann haben wir hier die Minty Pickaxe von dem Minzbomberin, dann ein unbekanntes Back. Nee, das ist die Lackierung. Das ist die Minty-Lackierung, so rum, sorry. Dann haben wir hier einen Smoothie mit einem Zombie. Wir haben noch ein paar andere Backblings, die ich absolut scheiße finde. Dann hier das Backbling von dem The Original Puffer. Pack ist das Gummi-Backbling vom Fischi. Dann wieder Jets Backbling, das ist auch nichts Besonderes. Das Backbling von den drei Minty-Skins seht ihr hier. Ziemlich geil, finde ich auch. Dann seht ihr hier die Drift-Spitzhacke. Corrupt Rift Age. Sieht auf jeden Fall blitzig aus, fangzahnmäßig, ist chillig. Hier oben seht ihr den legendären Hängegleiter. Von dem Drift-Skin ultra nice. Dann von dem neuen Raben-Skin. Belmwing. Sehr komischer Name. Dann Cube Cruiser. Also ist anscheinend ausklappbar. Also wenn ihr den Hängegleiter aufklappt, ist er erst ein Würfel. Und dann klappt er Seite für Seite sich so auf, dass bis er so aussieht. Also, ich weiß nicht, bei welchem Skin der dabei sein wird, aber ist auf jeden Fall ein richtig geiles Ding. Dann hier Craven Swing. Nein, warte, warte. Craven Swing ist das hier. Der Bellwings. Ich habe keine Ahnung, zu welchem Skin das gehört, aber ist auf jeden Fall, denke ich, auch mal okay. Dann hier Corrupt Tendrils, also das ist das Backbling, denke ich. Sieht auf jeden Fall auch krass mächtig aus. Auf jeden Fall sind das die Backblings, Lackierung, Hängegleiter und Sprays und Spitzhacken und alles Mögliche. Halt, was ihr hier seht, alles das hier waren die Skins. Ist auf jeden Fall zu wem gehört. Zu wem kann. Ja, okay. Nee, das kann auch nicht sein. Egal. Gut, machen wir mal weiter. Das sind die aktualisierten Skins. Ihr seht, die goldenen Skull Trooper, den goldenen, also die goldene Skull Rangerin und goldenen Skull Trooper ist bestätigt eine Gratis-Variante. Kein Extra-Skin, wie angeblich irgendwelche Leute behauptet haben. Ich habe von Anfang an behauptet, es sind Gratis-Stile. Dann eine neue Variante von der All-Weather Extractor Prit, also
ist anscheinend eine neue Variante, keine Ahnung. Dann ist der Großmaul, also der Großmaul ist zum Marvel-Skin geworden, warum auch immer, keine Ahnung. Da hat er eine neue Variante der Pickaxe bekommen, eine neue Skin-Variante, Backbling-Variante und Spitzhacken-Variante. Finde ich cool, kann man machen. Dann Sanctum, eines der ultra hässlichsten Skins, die im Itemshop je rumkursiert sind, den sich gefühlt kein Schwein gekauft hat, weil der einfach hässlich aussieht, hat eine neue Variante bekommen, ist ein Season 6 Skin, ein Halloween Skin, ergibt halt Sinn. Season 6 war das zweite Halloween Jahr und da war der im Shop. Finde ich aber, sollte man sich jetzt nicht holen und sollte man sich auch damals nicht kaufen. Also sollte man sich grundsätzlich gar nicht kaufen. Dann das letzte, der FNCS-Handschuh. Ihr seht's, lila golden. Also lila golden wird auch dann der Skin aussehen, der FNCS-Skin, der sehr wahrscheinlich am 29., 30. Oktober um den Dreh herum in den Shop kommen wird und exklusiv für immer nur ein paar Tage drin bleiben wird und dann für immer rausfliegen wird. Also gönnt euch den, wenn er reinkommt, mit seinem Holo Backbling, würde ich euch auf jeden Fall raten, wäre sehr schlau. Dann, ja, also den Handschuh habt ihr jetzt, ab heute, also jeder, der den Nummer 1 Handschuh schon besessen hat, bekommt das jetzt automatisch gratis. Es wird nicht angezeigt. Nur zur Info. Es wird nicht angezeigt. Ihr müsst in den Spin auf den Handschuh und dann ausrüsten. Warum auch immer, keine Ahnung. Das wäre es auf jeden Fall mit dem hier erstmal gewesen. Dann, das hier ist das Thrift-Paket. Also der Thrift Walker-Skin. Der wird drei verschiedene Skin-Varianten haben. Richtig creepige, ekelhafte, gruselige Varianten. Also die richtig abnormal krank sind, Digga. Ihr seht es hier im Hintergrund. 2000 V-Bucks, Hängegleiter, Backbling, Pickaxes sehen übelst creepy krass aus. Aber ja, gut, okay. Dann haben wir hier die gratis Sprays. Sehen auf jeden Fall auch gut aus. Ravens Cures. Also anscheinend ist Raven gestorben und ist mumifiziert worden und ist jetzt Mumienpharao, keine Ahnung, sehr eigenartig. Dann haben wir hier die Backblinks nochmal extra aufgelistet. Hier haben wir jetzt Spindpakete. Das Spindpaket vom Raven, also Craven Skin, also Grabes Raven Skin, würde ich jetzt mal interpretieren, haben sie sich das so überlegt. Ist auf jeden Fall gut. Dann hat er noch ein zweites Stil, wo am Kopf so eine extra Feder noch ist. Ist, finde ich, okay. Dann ein Content Creator Spinnpaket mit dem Petunien-Hängegleiter, dem Sieg zum W oder wieder heißt der Emote, keine Ahnung. Und die Surfhexe, die ich ultra scheiße finde. Außer vom Outfit her, da ist es okay, aber diese Hörner und alles, das sieht so scheiße aus. Deswegen gefällt mir nicht. Aber naja, muss ja nicht sein. Ist auf jeden Fall ein Spind-Content-Creator-Paket. Ganz genau wie das hier oben. Mit dem Season 1, mit dem OG Season 1 Schildkröten-Hängegleiter. Der ist auf jeden Fall, wenn der reinkommt, der wird sicher richtig krank selten sein. Dann mit einem TikTok-Tanz und einer Lackierung, die okay ist. Und dann der Rex-Skin, der komplett überteuert ist, den sich kein Schwein kaufen will, außer Leute, die Dinos feiern und genug Geld haben. Dann kommen wir zum Zweitstil der Surfhexe. Der gefällt mir besser, aber diese Zöpfe und die Brille gefallen mir nicht, sonst würde ich mir den Skin holen. Weil Shorts und kurzes Oberteil sieht einfach geil aus, muss man sagen. Dann kommen wir zu den neuen Design-Skins. Also, ihr seht es hier, man kann Skull-Folie drauf machen, Farbfolie, man kann Halloween-Kürbisköpfe-Folie drauf machen. Also, man kann die komplett abändern. Also, ist auf jeden Fall eine geile Sache. Finde ich gut. Mein Highlight bleibt aber der
Graven-Skin. Nochmal hier das Graven-Paket, nochmal in besserer Qualität, nochmal größer. Hier mit dem extra Vogelwisch-Ding da oben auf dem Kopf. Backbling. Ja, okay. Kann man machen. Ach, das ist das Backbling und der Hängekleider. So. Und guck mal, die Spitzhacke, wie die so schwarze Schatten glüht. Also richtig geiles Ding. Dann gehen wir weiter. Das sind die Skins. Man kann Bananengesicht machen, Fischi-Gesicht. Man kann das komplett ändern und rumpuzzeln, wie man will. Ist jetzt nicht meins, aber okay. Dann Gold Skull Trooper, Gold Skull Rangerin, der gratis Contrail Kondensstreifen vom Fortnite Mers Event, was erst in 2 Wochen beginnt. Mit dem nächsten Update wird das erst kommen. Das Event, also braucht ihr jetzt keine Gedanken zu machen, dass das die nächsten Tage kommt. Nein, erst mit dem nächsten Update in 2 Wochen. Ab heute. Könnt ihr in den Kalender schreiben gerne. Dann der Marvel Großmaul-Skin mit dem blauen Fröschen-Backbling. Vorher waren die nur grün und jetzt sind sie blau, glaube ich. Also Feigift-mäßig. Dann ist der Jet-Skin, der Gummifisch-Skin mit jeder Variante von Fischen, die man angeln kann. Finde ich eigentlich okay. Dann hier ein Konzept von dem Würfelmonster-Skin soll angeblich irgendwann mal kommen am Ende der Season. Das ist das Konzept. Finde ich, ist ein bisschen übertrieben. Bisschen zu krass, der Skin. Also, den werden sie sicher irgendwie noch abändern. Aber, ja, kriegen wir hin. Ja. Dann bekommen wir eine neue Waffe. Das Kampfsturmgewehr. Das werden wir beim Voting bekommen bei der JB Czempanski Spendentafel wird es eine Kampfmaschinenpistole geben und ein Kampfsturmgewehr. Könnt ihr gerne stimmen für beides? Also ich bin auf jeden Fall fürs Kampfsturmgewehr, aber was ihr bedenken müsst, bei den Kampfwaffen, die haben den ekelhaftesten Rückstoß, den ihr je an einer Waffe gesehen habt. Also überlegt gut, für was ihr votet. Dann haben wir das Banner, das Icon-Banner von der Würfelkönigin. Aktuell angeblich, also so soll die Würfelkönigin aussehen und das ist ihr Backbling, nicht Backbling, ihr Banner, wo man auch bekommen kann. Also wenn ihr auf Fortnite bei Mystery Skin geht, ist da auch ein Banner irgendwo. Und das hier ist das Banner, was ihr gratis bekommen werdet. Ist jetzt auf jeden Fall schon geleakt worden. Finde ich, ist okay. Das wäre es dann erstmal mit dem Video gewesen. Lasst gern ein Like und ein Abo da, wenn euch das wieder gefallen hat, dieses Video, dieses kleine Info-Ding. Und schreibt rein, welcher Skin euer Lieblingsskin ist von diesem heutigen Update, wo ich euch gerade gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu dem Challenge-Stream. Bis gleich. Tschö mit Öl, euer Yannick.